Strand, da sind die Schwäne. Also ich fotografiere keine Menschen, nur Enten. Und die haben Babys, die Schwäne. Sieht man die so ein bisschen? Ja, so ein bisschen kann man sie sehen, ne? Das ist das eins. Die anderen sind alle da ein bisschen hin. Mama und Papa sind hier, da schwimmen sie. Süß, ne? Mal ein bisschen dichter können wir ja, aber nicht zu dicht, weil die sonst, weil Mama und Papa dann sauer sind, wenn man an die Babys rangeht. Das ist ja auch verständlich. Die schützen die ja auch, ne? Ja, wenn es sich jetzt scharf stellen würde. Da sind auch Enten und Ja. Möwen. Genau. Und die Schwäne suchen Wasserpflanzen für was zu trinken. Och, ist sehr Der ist süß. niedlich, ne? Komm, ein bisschen dichter können wir ja noch gehen. Aber nicht, dass der Papa und die Mama auf einmal kommen hier angeschwurtelt. Da haben wir den Salat. Die sind noch nicht. Ist das süß. Ja. Und dort hinten sind noch drei weitere. Vorhin war der eine eigentlich auf dem Wasser, aber jetzt ist er darauf. Ja, das stimmt. Ist der süß. Die drehen aber auch nicht um, die sind immer noch da hinten, ne? Die lassen die Kinder hier wirklich alleine, ne? Ja. Was tun? Schwäne können ja auch fliegen. Oh, die Möwe hat was gefangen. Seht ihr, dass sie was gefangen hat? Was hat die da gefangen, die Möwe? Jetzt ist es weg. Aber die sind auch schon ganz schön groß, also die Kleinen, finde ich. Der hat eben gerade was ausgespuckt. Ein Mhm. Stein vielleicht. Die Möwen stürzen sich aber hier ins Wasser. Ja, ich stehe auf einem Bein. Vielleicht zu kalt im Wasser. Ui, schicki schick. Möwen denn da nur? Das weiß ich Die hatte nicht. was gefangen. Die hat. Oh. Vielleicht ein Fisch. Bestimmt ein Fisch. Die stürzen sich aber auch ins Wasser. Die Möwen. Ich wette, den Schwänen macht das nichts aus. Dann haben wir dieses Jahr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schwäne hier. Wenn die alle hier bleiben, heißt es, ne? Die Möwe hat bestimmt was gefangen. Die stürzen sich aber hier auch ins Wasser. Oh, die ist neben der Ente da, hat die was gefangen. Was hat die denn? Weiß ich Die nicht. stürzen sich immer ins Wasser. Ja. Am Land kannst du dich nicht ins Wasser stürzen. Oh, die sind aber auch hier ganz schöne ruckige Möwen. Eine Möwe, die schreit. Das hört ja an wie Katze. Ja, war fast, ne? Naja, Katze hört ein bisschen anders an. Ein klein bisschen an. Und der bleibt da so stehen, ne? Die anderen drei sind da hinten. Die Schwäne-Eltern sind jetzt noch nicht weg. Oh, die sind ja weit weg. Die wollen gar nicht hinterher, siehst du? Ja. Mal sehen, ob die Möwe sich gleich wieder. Oh, Oh, die kämpfen da hinten. Guck mal, siehst du das mit der Möwe? Oh, Hilfe. Oh nein. Die haben Möwen. Das sind zwei Möwen. Ja, vielleicht haben die sich jetzt um Fisch gestritten oder so. Ja. Das kann ja sein. Der hier will nicht streiten. Sehen das nicht zu so kalt? Wenn die was sehen, schütten sie sich einfach rein. Ist die süße? Aber der stört sich hier gar nicht, hier. Nö, das ist ihm egal. Also den beiden da hinten fand ich nicht so Ja, egal. keiner hat Futter mit, ne? Das ist nämlich, wenn keiner Futter mit hat, dann. Ein Hund kommt da nicht. Ich dachte, da kommt ein Hund.